Die Enthüllung darüber, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist, gehörte ohne Zweifel zu den besten Wendungen in der gesamten Filmgeschichte. Aber wann hat der dunkle Lord in der Star Wars Saga eigentlich selber erfahren, dass der junge Pilot der Rebellen, der den Todesstern zerstört hat, sein eigener Sohn war? Die Antwort auf diese Frage erfahrt ihr jetzt hier im Video. Aber noch kurz etwas in eigener Sache. Von allen Zuschauern meines Kanals haben nur knapp ein Fünftel von euch meinen Kanal abonniert. Wenn ihr meinen Content gut findet, dann würdet ihr mir mit einem Abo meines Kanals absolut weiterhelfen und ich wäre euch sehr dankbar dafür. Wie so häufig gibt es in jeder der beiden Star Wars Zeitlinien eine andere Antwort, wobei die Legends-Variante die Geschichte in zwei Teilen erzählt und der Kanon sie in einer einzigen zeigt. In beiden Fällen spielt Vaders Entdeckung von Lukes Identität kurz nach den Ereignissen von Episode 4 Eine neue Hoffnung und wird in Comics erzählt. Während Vaders Besessenheit von Luke Skywalker in Episode 5 Das Imperium schlägt zurück scheinbar auf dessen Zerstörung der Kampfstation des Todessterns zurückzuführen ist, wird seine Enthüllung gegenüber Luke und sein kurzer Dialog mit Imperator Palpatine zu einem neuen Kontext für seine Verfolgung. Vader versuchte nämlich, Palpatine in klassischer Sith-Manier zu stürzen, mit seinem Sohn an seiner Seite, der dann ebenfalls der dunklen Seite der Macht verfallen ist. Der Kanon und die Legends-Comics verraten, wann genau Vader nach der Niederlage des Imperiums in der Schlacht von Yavin zu dieser finsteren neuen Bestimmung fand. Im kanonischen Universum nach 2014 ist die Geschichte, in der Vader die Identität von Luke Skywalker entdeckt, Ausgabe 6 der Star Wars Comic-Reihe von Marvel aus dem Jahre 2015, die kurz nach Episode 4 Eine neue Hoffnung spielt. In dieser Comic-Ausgabe wird Vader von Boba Fett darüber informiert, dass der Pilot der Rebellen, der den Todesstern zerstört hat, Luke Skywalker heißt, den Vader sofort als seinen Sohn erkennt. Die Szene wird in Ausgabe 6 der Darth Vader Comicreihe von 2015 noch einmal wiederholt, wobei dann Vader hinzufügt, er wird mir gehören, es wird alles mir gehören. Also ein kleiner Satz mit dem Hinweis auf das, was Vader im Sinn hat, nämlich den Sturz von Palpatine, damit er selbst an die Macht kommt, mit Luke als seinem Schüler. Die Legends-Geschichte war etwas anders und sah so aus. Die allererste Star Wars-Veröffentlichung, in der Vader die Identität seines Sohnes erfuhr, war Ausgabe 35 der Star Wars Comics von Marvel, die ebenfalls weniger als ein Jahr nach Episode 4 Eine neue Hoffnung spielte. Vader erfuhr, dass der berühmte Rebellenpilot Luke heißt und obwohl er den Namen schon fast abschätzig zu nennen scheint, setzte er einen Plan in Gang, bei dem er beinahe in einem Lichtschwertduell mit Luke aufeinander traf. Die Comicreihe Star Wars Vader's Quest vervollständigte dann die Geschichte, wie Vader die vollständige Identität von Luke Skywalker und ihre Beziehung zueinander herausfand. Vader erfuhr den Namen in der Eröffnungsszene, während er einen Rebellen folterte, allerdings erfuhr er in diesem Fall nur Lukes Nachnamen, nämlich Skywalker, und so setzte sich das Puzzle zusammen. Vader's Quest spielt zeitlich vor der Star Wars Ausgabe 35 und ist nur zwei Monate nach Episode 4 Eine neue Hoffnung angesiedelt, was die genauere Antwort auf die Frage gibt, wann Vader erfuhr, dass Luke Skywalker sein Sohn in der Star Wars Legends Kontinuität ist. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was mit Vaders Lichtschwert nach seinem Tod passierte, dann klickt ihr gleich links auf das entsprechende Video. Und damit wären wir auch wieder am Ende des Videos angekommen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.